Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Mein Name ist Anna Hahn und das Thema lautet Finden statt Suchen Findability. Zunächst werden wir den Begriff Findability erklären und anschließend abgrenzen. Im dritten Schritt werden wir uns mit App Findability beschäftigen. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist Findability? Im engeren Sinne beschreibt Findability Auffindbarkeit von Content im Web. Mit Content sind hier Informationsstücke gemeint. Im weiteren Sinne umfasst der Begriff Findability auch die damit in Zusammenhang stehenden Prozesse und Aktivitäten. Das Ziel einer Findability-Analyse ist eine Optimierung des Contents zur Verbesserung der Auffindbarkeit unter Berücksichtigung der potenziellen Nutzer. Die Frage ist, wie positioniert sich ein Webangebot im Konkurrenzumfeld des Webs? Dabei wird die Konkurrenzsituation in den Trefferlisten von Suchmaschinen zwischen thematisch ähnlichen Angeboten betrachtet. Hier im Beispiel sieht man die Google-Suchergebnisse für den Begriff Autovermietung. Im Vergleich mit Yahoo und dem gleichen Suchbegriff lassen sich einige Unterschiede beim Ranking erkennen. Bei der Untersuchung der Findability gibt es drei Perspektiven. Erstens die Perspektive des Contents, also die Erforschung findability-spezifischer Eigenschaften von Objekten. Die Perspektive der Suchmaschine, also Untersuchungen von generischer Trefferlisten aus technischer Sicht. Die Perspektive des Nutzers, also Forschungen zu Suchstrategien im Feld oder Laborsituation. Diese drei Perspektiven haben wir als Schnittstellen. Hinzu kommen äußere Einflussfaktoren, die entweder struktureller oder nutzerbezogener Natur sind. Jetzt werden wir im zweiten Schritt den Begriff Findability weiter abgrenzen. Searchability ist nicht gleich Findability. Searchable, how easily specific content within a site can be accessed when using a search engine. Das heißt, wie einfach es ist, Content innerhalb einer Webseite zu finden. Findable, how easily a site can be found when using a search engine. Wie einfach kann meine Webseite gefunden werden unter der Verwendung von Ranking in einer Suchmaschine. Um es noch einmal deutlich zu machen, Findability zeigt mir also, wie einfach auffindbar meine Seite ist. Searchability zeigt mir, wie einfach es ist, spezifischen Content auf meiner Seite zu finden. Inbound Marketing thematisiert ebenfalls ein anderes Gebiet und beschreibt nicht Findability, wie es durch Vollpass und Schäfer definiert wird. Hierzu folgt im Anschluss ein gesonderter Vortrag. Neben der klassischen Findability ist durch die starke Etablierung von Smartphones und Apps auch die App Findability zu einem wichtigen Forschungsgebiet geworden. Was genau ist nun App Findability? Wichtig ist es, auf die Perspektive zu achten. Was macht eine App auffindbar? Nicht, was muss ich tun, um auffindbar zu sein? App Findability beschreibt die Auffindbarkeit von Apps in Applikationsverkaufsstätten wie Google Play Store und Apple App Store. Die Findability-Problematik weitet sich von Suchmaschinen auf andere Bereiche aus. Eine Rolle bei der App Findability spielt das Ranking in App Stores. Je mehr Downloads eine App hat, desto höher wird sie gerankt. Auch Nutzerbewertungen und Scorebewertungen spielen beim Ranking eine Rolle. Als ASO bezeichnet man die App-Store-Optimierung, die im Zuge des stark wachsenden Smartphone-Marktes immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei unterscheiden wir zwischen On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung. Warum brauchen wir nun eine App-Store-Optimierung? Auch wenn sich eine App in den Top 100 befindet, muss sie dennoch Aufmerksamkeit generieren. Denn außerhalb der Top 100 schafft eine kostenpflichtige App maximal 2 bis 3 Downloads pro definierter Zeitspanne. Eine kostenlose 100 Downloads. Unter On-Page-Optimierung fällt alles, was auf der App selbst oder im App Store optimiert werden kann. Wenn es mehrere Anbieter zu einem Thema gibt, entscheiden oft diese gängigen Kriterien. Die Beschreibung, der Text. Wichtig, die ersten Sätze, denn nur diese sind erstmal sichtbar. Vorteile sollten kurz und prägnant erkennbar gemacht werden. Keywords und Suchbegriffe. Wichtig ist eine Vorab-Analyse der Suchbegriffe sowie Übereinstimmung der Suchbegriffe mit den verwendeten Begriffen in der Beschreibung. Bilder und Screenshots zeigen, was die App kann. Keine Photoshop-Behandlung, nur sinnvolle Screenshots und die Essenz der App darstellen. Eine App-YouTube-Demo. Der Google Play Store zeigt die App in Aktion, am besten mit allen Highlights. Das Design, Icon, die Marke und das Design der App müssen zusammenpassen, dem User zeigen, worum es geht und den Unterschied zur Konkurrenz deutlich machen. Kategorien. Wichtig ist, das Produkt in einer passenden Kategorie zuzuordnen. Sowie die Bewertungen, das Urteil des Users. Positive Kommentare sind extrem wichtig. Je mehr, desto besser. Aber Vorsicht mit eigenen Fake-Bewertungen.
Unter Off-Page-Optimierung fällt alles aus, was außerhalb des App-Stores und der App optimiert werden kann. Overall App-Ranking. Mehr Sterne, mehr Downloads. Nicht nur aus der ASO-Perspektive, sondern auch in Bezug auf die Conversion Rate. App-Review. Je mehr gute Reviews zur App, desto höher die Conversion Rate. Wichtig ist es dabei, Verbesserungsvorschläge nicht zu ignorieren, sondern umzusetzen. Link-Building. Beim Google Play Store. Da es ein Google-Produkt ist, gibt es Zugang zu den Google Search Indices. Deshalb können Webseiten Einfluss auf die Apps haben.